Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich mache tatsächlich erst seit 1,5 Jahren Stand-up. Ich habe eigentlich was anderes gelernt. Ich bin Narkoseärztin. Dankeschön. Ja, ist eher was Ruhigeres. Das heißt, schon anders, ja. Und das heißt, ich verdiene mein Geld damit, Menschen Drogen zu geben. Ja, so wie alle Nordafrikaner in Deutschland auch. Ja, ist unser Ding irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht warum. Ich mache dasselbe wie meine Cousins. Der Unterschied ist nur, ich habe 6 Jahre studiert und verdiene die Hälfte. Die sind auch mehr an der frischen Luft. Also die meisten, Ibrahim nicht mehr. Aber in 18 Monaten mit guter Führung hoffentlich auch wieder. Und ich habe in Berlin angefangen zu arbeiten. Hab schnell gemerkt, okay, alles, was ich im Stränkchen stehen habe, haben sich die Leute schon geballert, ja. Also die waren wirklich schon auf Narkose. Und da habe ich meinen Oberarzt gefragt, wie mache ich denn Narkose bei Leuten, die schon so viel gewöhnt sind. Und dann meint er zu mir, ja, Anissa, mach einfach Narkose nach dem ASL-Prinzip. Habe ich gesagt, ja, okay, Anästhesie nach Standard- und Leitlinie. Und er so, nee, das steht für alle Spritzen leer. Ich habe gesagt, machen wir das nicht so nach Kilogramm oder so. Und er so, ja, es gibt eine Formel in Berlin für jedes Tattoo, 30 Milligramm dazu. Was soll ich sagen, Köln hat geklappt. Hat wirklich geklappt. Ich habe dann nur erfahren, war überhaupt nicht mein Oberarzt, war ein Patient von der Suchtstation. Aber einer, der sehr kompetent war, ja. Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn, weil ich war jetzt auch ein paar Monate raus aus dem Narkose-Game. Ich bin nämlich Mutter geworden. Dankeschön. Danke sehr. Ja, wir freuen uns auch sehr, ne, weil es unser erstes Kind. Das heißt, endlich Kindergeld. Als ich erfahren habe, dass es ein Junge wird, habe ich angefangen, nach männlichen arabischen Vornamen zu suchen. Also habe ich mir dafür eine App installiert, in der ganz viele vorkommen. Vielleicht kennt ihr die App, die heißt Uber. Danke. Wir haben uns aber dann doch auf was geeinigt, was so zu beiden Kulturen passt, leicht auszusprechen. Das heißt, da heißt jetzt Mohammed Rüdiger. Und wir wollen nur das Beste für Morü, ja? Der soll es gut haben, so als Berliner. Also lernt er beide Sprachen, die in Berlin gesprochen werden, Arabisch und Türkisch. Mein Mann ist Deutscher, also er ist so legit Deutscher, ja. Durch ihn lerne ich immer, was mir fehlt, um ganz deutsch zu sein. Auf jeden Fall eine Stauballergie. Fahrradführerschein. Er hat den auch immer dabei, falls er kontrolliert wird. Als ich ihn kennengelernt habe, war er 6 Monate im Homeoffice, weil er ihn verlegt hatte, ja. Habe ich gesagt, darfst du das als Feuerwehrmann? Mein Mann ist zum Islam konvertiert, aber nicht wegen mir, sondern aus Überzeugung. Ich habe 4 Brüder, die waren sehr überzeugend. Und wir unterhalten uns sehr viel über Kindererziehung. So kam es, dass ich letztens mit einer Freundin auf den Spielplatz gegangen bin und dachte, ich schaue mir das mal an. Ne? Und irgendwann konnte ich nicht mehr, da habe ich gesagt, du Stefanie, dein Kind, der Sören, hat gerade versucht, einem anderen Kind beide Ohren, die Nase und einen Teil der Oberlippe abzubeißen. Und sie war nur so, oh, ja, der ist müde. Mm. Der hat noch keinen Mittagsschlaf gemacht. Da habe ich gesagt, Stefanie, andere Kinder in dem Alter verhalten sich aber nicht so, wenn sie müde sind. Und dann meinte sie, Anissa, der Sören war ein Frühchen, ja. Der war eine Frühgeburt, der kam 20 Minuten zu früh. Habe ich gesagt, Stefanie, dein Kind ist 15. Das sollte sich doch mal rausgewachsen haben, oder? Ja, wenn ich Stefanie so sehe, wie sie überfordert ist mit Sören, habe ich wirklich Angst, Mutter zu sein. Ja. Bis mir einfällt, ich bin ja Narkoseärztin.